Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Busbahn 19. Bin ich hier am Bahnhof hier in Bad 30. Und Bad 30 liegt sowohl VRM-Liebe als auch im VRS-Gebiet quasi. Sprich in zwei Verkehrsverbünden. Ich will eigentlich kommunal gesehen nur im VRM. Eigentlich geht der VRS bis nach Pol. Und Pol liegt dahinter Bad 30, eine Station hinter Bad 30. Und mal schauen, was es jetzt so gibt, hier an den stehen DB-Automaten und nicht nur diese Transdev-Klinger. Meiner Fahrersticket. Und was mir noch, Preis Deutschland-Tarif, der ist auch bei uns in NRW. Aber jetzt schauen wir, Luxemburg Spezial. Wofür braucht man Luxemburg Spezial, wenn der Nahverkehr in Luxemburg, wenn der ÖPNV in Luxemburg generell kostenlos ist? Zu allen Bahnhöfen in Luxemburg. Luxemburg in einem Verkehrsmittel. Das Ticket ist so unnötig. Igel, Trier, ich meine Trier. Was muss ich noch eingeben? Luxemburg? Ich gehe mal Luxemburg ein. Weiße Option. Abfahrt 13 Uhr. Ja. Reiseweg ändern. Zweite Klasse. Zurück machen wir heute um 21 Uhr. Das sieht besser aus. 5,20 Euro. 5,20 Euro. Ich denke, dass es der Automat hier nur den Deutschland-Tarif, nur den Deutschlandanteil berechnet. Für Trier Luxemburg hin und zurück. Das ging sehr, sehr stark danach, dass das bei Luxemburg Spezial ist, eigentlich nur der deutsche Anteil berechnet wird. Denn VR kostet der Fahrt 6 Euro bis in die Nachbargemeinde oder mir zurück. Einer Fahrt und Ticket und plus Lux. Was ist das denn hier? Einer Fahrt plus Luxemburg. Braucht man gar nicht Luxemburg. Luxemburg ist ja genau kostenfrei. Verstehe das einfach nicht. Verstehe das nicht. Warum bieten sie die auch weiterhin an? Und nur Kunden ein bisschen das Geld aus der Tasche kriegen oder was? Und ich frage mich wirklich, was nützt ein Luxemburg-Ticket, wenn das ÖPNV Luxemburg in der zweiten Klasse inklusive ist? Wenn er kostenfrei ist. Egal für jeden. Egal für wen. Für jemanden kostenfrei ist zwar. Ja, wir haben die ÖPNV im gesamten Land Luxemburg, da braucht ihr die Ticket gar nicht mehr. Das geht schon seit so ein bis zwei Jahren so, diese so eine Freifahrt in ganz Luxemburg. Es wird auch weiter angeboten und hoffentlich wird auch noch weiterhin sehr, sehr so stark nachgefragt, weil die Kunden es einfach hier nicht wissen und das Feld der Bootsanbieter hingekommen sind. Und das war's auch mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.